Nun geht es über den See. Nachdem wir ja schon ein gutes Stück geschafft haben. Wir sind X auch schon wieder fast 40 in eine Richtung gegangen. Also, ich bin da guter Dinge. Wenn ich hier nicht failen würde. Ach, und zu RPG Maker Projekten, also ich habe da hauptsächlich eigentlich eh nur noch größere Projekte. Ich habe da noch so ein paar kleine, ich weiß aber nicht, ob ich die spielen möchte, weil mir manche einfach nicht zusagen. Also ich habe mir da schon zwar eigentlich alle Horror-Dinger, die ich nicht gespielt habe, runtergeladen, aber ob ich die spielen werde, ist eine andere Sache. Aber was ich noch sagen kann, ist, dass ich Desert Nightmare nochmal machen werde, irgendwann. Weil mich das einfach ankostet, das Part 6. Jedes Mal wieder Copyright bekommt und geblockt wird für Deutschland. Und dann werde ich einfach da die Musik entfernen aus dem Part oder so ähnlich. Weil das nervt schon tierisch. Weil ich kann ja jetzt auch anders aufnehmen, nicht so wie ich da aufgenommen habe mit Ingame Sound und meine Stimme auf einer Spur, weil jetzt habe ich ja mache ich ja mit Outer City und so, also kann ich das auch besser kalkulieren und alles. Und das Beste daran ist, ich habe keine Erinnerung mehr an das Spiel, obwohl es erst ein Jahr her ist. Also, das sollte euch wahrscheinlich freuen, wenn ihr das gucken wollt. Nochmal. Weil da könnten vielleicht wieder ein paar Schockmomente sein, die mir nicht einfallen und alles. Ja. So. Ich denke, wir gehen da in Richtung Wüste, oder was das da ist. Ich hätte das Bett nicht mitnehmen sollen. Das hole ich gleich. So, zack, zack, zack. Ich brauche auch bald wieder neuen Cobblestone, fällt mir ein. So. In Richtung Wüste ist, glaube ich, wirklich ein guter Ort. Also weit reicht meine Reichweite nicht. So, wie viel Cobblestone habe ich jetzt noch? 3 Stacks. 3 Stacks, okay. Gut. Mitnehmen. Und ein Steckkabel da unten hinpacken. Also, da haben wir ja schon wirklich ein sehr gutes Stück geschafft eigentlich. Bis jetzt. Und ich werde dann auch in der Nähe irgendwie mal gucken, wo ich runter in Stronghold komme, weil ich möchte ja nicht direkt über das Ende übers End da reinkommen. Also mal sehen. Also irgendwer jemand auch was hier im Schneegebiet bauen will. So ein richtiges Schneegebiet ist das denn irgendwie mal. Da ist so ein bisschen Schnee und ach, ist das fail. Also auf jeden Fall möchte ich keinen sehen, der dann hier auf Mais baut, wenn ihr da Lust drauf habt. Das steht schon mal fest. Und ob irgendwann wieder ein richtiger Minecraft-Server kommt, ist die Frage, weil da fehlt einfach gerade allgemein die Lust. So. Und das Interesse, weil ich ja nicht mehr so viele Minecraft-Gucker habe und so. Und wenn da nur zwei Leute oder so drauf hocken, ist das auch nicht produktiv. Und selber habe ich auch gerade keine Lust auf den Server, außer jetzt das hier für meine Let's Play-Welt so ein bisschen da.
Ansonsten, nee. Ich meine, es gibt ein paar Server, wo ich drauf bin. Genau genommen einen eigentlich nur. Aber okay. Der Server, wo ich drauf bin, der nennt sich Mindforce. Vielleicht werde ich da auch mal ein Video zu machen, was das für ein Server ist. Ja. So. Zack. Zack, zack, zack. So. Und wenn zufällig hier die Person meine Let's Plays guckt, oder noch guckt, die den Minecraft-Account MK Indiana Jones erstellt hat, die soll mich bitte verdammt doch mal anschreiben. So. Zack. Und jetzt geht's ins Richtung. Geht's ins Richtung. Geht's in die Richtung? Naja, das passt ungefähr. Es ist eigentlich ziemlich eindeutig, aber okay. Auf jeden Fall werde ich zu Mindforce noch ein Video machen, 100 Pro. Also das ist ein Rollenspiel-Server, kann man so sagen. Also man kann da so ein paar Quests machen, dann kriegt man Geld und mit dem Geld kann man sich dann erst Crafting-Rezepte kaufen. Und die richtigen wertvollen, die man wirklich nur zur Verschönerung und sowas braucht und sowas wie Enchantment Table und sowas, das kostet richtig Geld. Also man wird auch auf dem Server gehalten. Man kann natürlich auch Rohstoffe verkaufen. Ich glaube, im Moment gehen noch nicht alle, aber ich finde auch ein paar Rezepte. Vielleicht haben sie jetzt eingefügt, ich war ja schon wieder ein bisschen länger nicht, weil der nicht auf 1.2 war und jetzt ist er auf 1.2. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja schon mal nachgoogeln. Manchmal werde ich noch ein Video wieder zu machen. Vielleicht als Let's Play Part. Oder sowas. Hab zwar nicht viele Abonnenten, aber trotzdem. Für die paar kann man ja das mal machen. So. Gleich sind wir bei der Wüste. Und dahinter kommt noch ein See. Oh, Leute. Echter Glücksgriff. Was sagt die Sonne? Geht die unter oder geht die auf? Ich kann es nicht beurteilen. So. Was ich so momentan sonst noch so spiele, ist eigentlich hauptsächlich mit Spiral Knight. Also, falls ihr das auch zufällig habt oder Steam, dann ladet euch das auch mal runter. Also ich finde das Spiel ganz lustig. Ich spiele das auch schon ein bisschen länger. Zwar nicht immer aktiv, jetzt zur Zeit mal wieder aktiv, weil es jetzt so was Neues mit Missionen gibt, was mir sehr gut gefällt. Also, vorher hat man nämlich nur seine Runden gedreht. Obwohl das mit dem Mission so einen kleinen Nachteil hat, man kann sich jedes Rezept, also man muss seine Waffen ja da craften, mit Rezepten, dass man jedes Rezept jetzt jederzeit bekommt. Vorher war es so random, wenn man so eine Zwischenstation da erreicht hat bei dem Spiel. Weil man geht immer tiefer in so in einem Uhrwerk oder so ähnlich. Und umso tiefer man gelangt, gibt es irgendwann mal so eine Zwischenstufe, da kann man Rezepte kaufen. Aber jetzt kann man jederzeit in so eine Halle der Helden und sich die Rezepte da kaufen. Natürlich, die Halle der Helden gibt es glaube ich 4-mal oder 5-mal. Bei der letzten kann man erst die richtig guten kaufen, aber um da die Sachen herzustellen, braucht man immer die schlechteren davor. Also, mir gefällt das Spiel ganz gut. Und ich brauche Cobblestone. Also müssen wir mal wieder zurück zur ersten Base. Aber erstmal machen wir die Nacht weg. Nacht weg. Nein, es ist Nacht. Es ist Nacht, verdammt.
Wehe, es greift mir irgendwas an. Geht doch. So. Also das ist ja schon ein ganz schön langer Weg, den ich hier gebaut habe. Gott, oh Gott. Auf jeden Fall werde ich jetzt eine Menge Cobblestone wieder mitnehmen. Und das Erdzeug und so wegpacken wieder. Also es ist schon eine extrem lange Strecke, die ich gebaut habe. Also ob ihr die Häuser dann mit Cheating machen könnt, das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht auch nur natürliche Sachen, aber mal sehen. Also, ich glaube echt nicht, dass ich die Welt habe, die als längstes als Let's Play diente. Weil ich meine, so ziemlich jeden anderen Let's Player oder so, von dem ich mal gehört habe, der hat zwischendurch mal eine neue Welt angefangen. Aber ich habe seit Alpha, was war's, 1.2 unterstrich irgendwas, immer nur diese Welt gespielt. Und dadurch ist sie ja auch so ein Haufen Müll wegen den Chunks, aber sonst gefällt mir die. Nehmen wir das Cobblestone mit, packen hier ein bisschen Erde rein. So. Dann noch zu dem anderen Ort, wo ich Cobblestone reingepackt habe. So. Zack. So, Erde weg, das weg, das weg, das packen wir auch mal zur Sicherheit hier rein. Ne, das Holz brauche ich, das packen wir auch weg, auch weg, auch weg. Auch weg. Und nehmen Kabel, 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 Kabel weg. Ja, gut. Und es geht wieder zurück zu dem Ort, wo ich gerade war. So. Ich weiß noch, wie lange ich an diesem Ding da unten gesessen habe. Oh Mann. Da habe ich auch die Hälfte ja dann irgendwann offscreen gemacht. Weil es einfach viel zu lange onscreen gedauert hat. Und den Baum muss ich auch noch abreißen, fällt mir ein. Aber nicht jetzt. So. Dann haben wir echt schon ein ziemlich langes Stück geschafft. Oh. Gott, oh Gott. Und das sind 3 Parts. Also, noch eine Woche und ich bin damit fertig. Außer ihr wollt es offscreen sehen, dann ist es schon für die nächste Woche fertig. Obwohl, das könnte so ein ewig währender Kreislauf werden. Dadurch, dass kaum wer was schreibt dazu. Könnte sein, dass ich am Wochenende aufnehme und dann das trotzdem noch weiterbaue, weil keiner geschrieben hat und ich dann meinen eigenen Kopf durch hätte. Alles mit dem Server ist ja eh erstmal viel wichtiger. Ob ihr da wirklich ein paar kleine Häuser bauen wollt oder sowas. Das würde mir wirklich gefallen, wenn ich ein paar finden würde. Auf jeden Fall geht's hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin beim K. Indiana Jones.